Liebe Freunde, herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Teleseminars Dein Seelenhaus. Ich hoffe, euch allen hat es viel Spaß gemacht, schon im ersten Teil euer Seelenhaus und damit eure Persönlichkeit, euer Wesen in dieser Welt zu erkunden, zu erfahren und vielleicht auch schon zu fühlen. Zu fühlen, wie sehen mich andere, wie wirke ich hier, wie sehe ich wirklich aus. Und das Wichtigste ist ja, sich einmal selbst zu erkennen, um sich dann auf die Reise machen zu können. Und wir haben eine ganz große Reise vor uns. Jetzt wollen wir erstmal ein bisschen diese Bilder, das Gefundene, ausdeuten und analysieren. Denn ihr fragt euch sicher schon, was bedeutet das oder jenes und wie kann man das umsetzen. Also ist es eigentlich ganz einfach. Und das ist das Geniale in der Seelenhausmethode. Man braucht keine Symbollexikas, man muss nicht studiert haben, sondern jeder weiß, was ein Haus bedeutet. Seit Jahrzehntausenden wissen die Menschen, was eine Feuerstelle ist, was ein Haus bedeutet, was die Zimmer bedeuten. Und daher wird es ganz einfach sein, so mit diesen Bildern zu sprechen, denn wir wissen es bereits instinktiv. Dennoch gebe ich auch ein paar grundsätzliche Deutungen, wie ihr sonst noch deuten könnt, wenn ihr Spaß habt. In eurem Buch, Das Seelenhaus, ist auf Seite 114 die wichtigsten Deutungsmöglichkeiten sind da aufgeführt. Also zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, über die Signatur zu deuten. Die Signaturlehre war vor allem im Mittelalter ein gängiges Mittel, um auch Pflanzen zu deuten, Medizin und andere Dinge. Also zum Beispiel ist ein Kraut stachelig, hat es Abwehr oder ist es herzförmig, ist es gut für das Herz und so weiter. Ich will da nicht im Einzelnen darauf eingehen, weil das können Sie im Buch nachlesen und wir brauchen eigentlich diese Signatur nicht. Natürlich, wenn jemand starke Befestigung hat im Seelenhaus, ganz klar deutet die Signatur auf Verteidigung. Oder er hat sehr maskuline Formen in seiner Signatur des Hauses. Oder zum Beispiel wenig Fenster, so deutet er das gleich darauf hin. Er will damit sagen, lasst mich alleine, schaut mir nicht in die Karten. Aber neben dieser Signaturlehre, finde ich, brauchen wir eigentlich nur die Funktion. Ich habe bis jetzt 99% aller Dinge, die ich im Seelenhaus gedeutet habe, über die Funktion gedeutet. Das bedeutet, die Seele gibt euch ein Bild. Zum Beispiel ist Unordnung in der Küche oder es gibt keine Lebensmittel. Was will der Besitzer oder das Bild damit sagen? Oder was für eine Funktion hat es? Wenn ich also keine Lebensmittel habe, ist die Funktion Mangel. Oder wenn ich einen Hammer habe, ist die Funktion etwas zu bauen, etwas zu hämmern. Habe ich irgendwo zum Beispiel im Haus die Funktion eines Krankenhauses, dann ist die Funktion meines Hauses eben, Kranke aufzunehmen. Also, wir fragen uns einfach bei jedem Gegenstand, den wir finden im Haus, und das ist die einfachste Methode, wozu dient es? Wozu kann man es brauchen? Wozu liegt es hier rum? Mein Beispiel vielleicht im Schlafzimmer vom letzten Mal, ist ein Koffer da? Dann deutet es ganz klar auf Abreise oder auf Reisen. Ein Koffer hat die Funktion, dass man damit reist und seine Sachen packt. Und so können Sie einfach, was immer Sie jetzt finden an der Funktion, ganz leicht deuten, wenn Sie es nicht sowieso schon können. Denn eigentlich brauchen wir nicht mal die Funktion. Eigentlich brauchen wir nur Folgendes. Wir gehen in das Haus, wie wenn es ein Fremdes wäre. Und wir schauen einfach, was für eine Idee haben wir von einem Haus, das so und so ist, von einem Hausbesitzer, der das und das macht. Wenn wir zum Beispiel einen Nachbar besuchen und sein Kamin ist nicht in Ordnung, er macht einen Scheiterhaufen im Wohnzimmer, dann kann man vielleicht sagen, der hat vielleicht nicht alle Tassen im Schrank. Also man kann einfach aus der Art, wie sich der Hausbesitzer benimmt, wie das Haus sich darstellt, schon von vornherein sagen, ist das normal, nicht normal, günstig, ungünstig. Aber sonst nehmen Sie einfach die Funktion zu Hilfe und wenn das nicht hilft, nehmen Sie einfach den direkten Dialog zu Hilfe.
Fragen Sie die Gegenstände einfach, was ist deine Botschaft? Wenn wir also die Funktion nicht genau herausfinden, können wir jederzeit fragen, was willst du Koffer im Schlafzimmer uns damit sagen? Und können so wie bei den Walt Disney-Filmen in so eine Art Dialog eintreten. Und da die Bilder von uns ja produziert sind, ist es sehr leicht für die Seele, auch die Botschaft zu wissen. Natürlich wissen sie die Botschaft. Und indem sie aber fragen, wird dieser Gegenstand auch antworten können. Also ich fasse mal zusammen. Wir gehen einfach ins Seelenhaus, deuten es, wie wenn wir bei Fremden in ein anderes Haus gehen. Und nichts leichter als das. Ist das Haus also leicht zugänglich, wissen wir, der Besitzer mag Besucher. Ist das Haus schwer verteidigt, ist da vielleicht ein Einsiedler, Kriegskram oder ein Mensch, der nicht gern Besucher hat drin. Wenn wir sehen, da ist nichts aufgeräumt, ist er halt ein Schlamper. Und das ist doch die einfachste von allen. Aber darüber hinaus fragen wir, was bedeutet etwas? Was hat es für eine Funktion? Also habe ich eine üppige Speisekammer, ist die Funktion einfach da, ich will üppig leben. Oder ist zum Beispiel eine schöne Badezimmer da mit Wellness und anderen die Funktion, ich will mir auch ein bisschen Luxus und Wellness gönnen. Also, Deutung ist hier wirklich ganz einfach und hat nichts mit den Komplikationen von Traumdeuten oder Symboldeuten zu tun. Ja, Sie können auch dann über Symbolik deuten, ein weiterer Weg. Das Problem hier ist nur, jede Schule, schon jeder Mensch deutet Symbole anders, je nach seiner Herkunft oder seiner Erfahrung. Ein Lippenstift kann ein Phallus-Symbol sein, kann ein Schönheitssymbol sein, kann ein Narzissmus-Symbol sein. Ich finde, das ist zu kompliziert. Aber Sie können es gerne nehmen, wenn Sie da Experte sind. Weiter ist natürlich etwas, was auch Dahlke oft gemacht hat. Ich nehme die kulturelle Bedeutung, die kulturelle Funktion. Also zum Beispiel, ich habe ein Glashaus. Und der Volksmund sagt über Glashäuser, wenn man in einem Glashaus sitzt, sollte man nicht mit Steinen werfen. Ah, das bedeutet also, ein Glashaus ist nach dieser Aussage des Volksmunds was Zerbrechliches, was Filigranes. Man muss die Person sehr vorsichtig behandeln und darf sie nicht konfrontieren. Also kann man natürlich auch immer die kulturelle Bedeutung nehmen. Was sagt der Volksmund über die Tiere in der Seelenlandschaft, über solche Häuser, über Betonklötze oder über Burgen oder über Glashäuser? Und das hat den Nachteil, es ist sehr unscharf. Es ist zwar, wenn man eine passende Aussage finden, sehr präzise, aber man findet eben nicht immer konkret eine Aussage über einen Koffer im Schlafzimmer. Also man kann es nehmen, aber nur für die Sachen, wo eben solche Aussprüche auch da sind. Dann gibt es noch als weitere Möglichkeit die innere Stimme. Die ist natürlich wiederum sehr schwierig, die vom Ego zu unterscheiden. Für manche zumindest. Also die innere Stimme sagt, ja, das bedeutet das und das. Sie haben da eine Idee, eine Inspiration, eine Eingabe. Ich frage meinen Hörer selbst, wenn ich wüsste, was könnte das bedeuten? Und die innere Stimme sagt, ja, das bedeutet doch ganz klar so. Das ist eine sehr zutreffende Deutungsmöglichkeit, wenn Sie eine gewisse Schulung haben in Methoden der Intuition oder mit der inneren Stimme zu sprechen. Wenn nicht, ist es gefährlich, weil das Denken oder das Ego oder alte Glaubenssätze mischen sich da ein. Und das ist dann nicht Ihre innere Stimme, sondern einfach Ihr Denksystem, Ihr Weltanschauung, die sich da einmischt. Also Vorsicht mit der inneren Stimme, das ist etwas für geschulte Leute. Und wir können natürlich noch als letzte Möglichkeit, und ich finde gar nicht so schlechte, die Meinung anderer einholen. Man erzählt zum Beispiel dem Partner, ich habe im Schlafzimmer einen Koffer gefunden. Ich habe natürlich da keine Ahnung, was das heißt, aber der Partner, dafür ist er ja auch da, der weiß ganz klar, das ist natürlich Abreise. Also man fragt jemanden, der damit nicht direkt tangiert ist und der kann die Antwort meistens leicht sagen. Also fragen Sie ruhig mal Freunde, Partner, wen Sie auch immer, einen Therapeuten vielleicht sogar,
wen Sie da immer fragen wollen. Das sind generell jetzt die Möglichkeiten, wie man Deutung macht. Und ich verweise im Einzelnen jetzt auf das Buch und möchte einfach jetzt ins Konkrete einsteigen und mal konkret ein bisschen drauf losdeuten. Also, wie gesagt, meine Deutungsmöglichkeit ist einfach die des gesunden Menschenverstandes. Wenn ich hingehe, sehe also eine schwer befestigte Burg, dann weiß ich einfach, der Hausbesitzer, der will sich gern verteidigen, warum auch immer. Oder ich sehe ein sehr rundes, weiches, glasiges Haus. Das ist etwas, der Hausbesitzer, also sehr feminin, er ist sehr filigran, sensitiv und so weiter. Also nochmal, das Haus bedeutet deine Persönlichkeit. Und so wie sie ist, hast du sie inzwischen gemacht. Das heißt nicht dein innerer Wesenskern, sondern so wie du dich jetzt im Moment gibst. Das Kleid, was du dir anziehst, was du den Menschen zeigst. Und wenn du die Übung machst mit Arbeitskollegen oder deinen Kindern, deinem Partner, hast du in wenigen Minuten heraus, wie er sich im Moment gibt und hast vielleicht viel mehr Verständnis dafür. Und kannst ihn dann langsam auch ein bisschen seine Ängste und Spannungen nehmen. Also, erstmal zu den einzelnen Häusern. Ihr habt bestimmt jeder ein ganz eigenes Haus gefunden. Wie Schneeflocken gibt es keine zwei gleichen Häuser. Ich habe inzwischen tausende von Seelenhäusern gefunden und keins ist wie das andere. Also, zunächst gibt es mal Arten von Häusern. Haben Sie eine Villa oder ein persönliches, ein Familienhaus oder ein Haus am See oder wie auch immer, dann bedeutet das, Sie haben in Ihrer Persönlichkeit im Moment keine kollektive Funktion, sondern Sie leben privat. Haben Sie aber zum Beispiel ein Schloss, ein Herrschaftshaus, ein Seminarzentrum oder irgendwas anderes gefunden, vielleicht sogar einen Gasthof, dann haben Sie auch eine kollektive Funktion als Lebensaufgabe. Also jemand, der schon hat in sich ein, wie soll ich sagen, ein Herrschaftshaus gefunden hat, sollte sich auch fragen, über was erstreckt sich meine Herrschaft? Er könnte zum Beispiel mal alle Leute, über die er zu herrschen berufen ist, versammeln und könnte sie einladen zu erscheinen. Also, wenn Sie also zum Beispiel ein Herrschaftshaus haben, können es sein in einem Wirtschaftsbereich. Sie können ein Wirtschaftsführer sein. Oder ein mehr Schloss oder Burg ist mehr was Politisches. Oder ein Tempel, eine Kirche wäre eine Funktion im religiösen Bereich. Also die Funktion des Hauses, sollte sie anders als ein Familienhaus sein, deutet auf ihre Lebensaufgabe, auf das hin, was sie noch da kollektiv zu tun haben. Nun kann es natürlich sein, dass es nicht gleich erscheint, sondern das Haus sich erst langsam entwickelt. Ich sagte ja schon, Häuser sind Momentaufnahmen. Und so kann es oft vorkommen, dass Menschen ein Schloss haben, aber statt im Schloss zu wohnen, wohnen sie in der Dienstbotenwohnung. Das bedeutet, Sie haben Ihre Aufgabe einfach noch nicht angenommen. Und schauen Sie also, wenn Sie ein Baumhaus haben, sind Sie eher der Natur sehr verbunden. Eine Burg deutet, dass Sie noch sehr in Kämpfe verwickelt sind. Und was auch immer. Die Größe des Hauses wiederum zeigt das Potenzial, was Sie mitgebracht haben, um diese Aufgabe zu erfüllen. Also es heißt nicht, dass ein großes Haus automatisch ein weiterentwickelte Seele ist. Nein, das hängt wieder mit der Feinheit zusammen. Sondern, wenn Sie ein großes Haus haben, zum Beispiel mit vielen Stockwerken, dann bedeutet das, Sie haben viele Potenziale. Also die Wirtschaftsführer, die ich bereits untersuchen konnte, oder andere Führungspersönlichkeiten, haben normalerweise recht große Seelenhäuser mit vielen Stockwerken. Das bedeutet also, Sie haben viele Fähigkeiten mitgebracht, um Ihre Aufgabe zu erfüllen. Das heißt aber noch lange nicht, dass Sie moralisch besser oder schlechter sind, wie jemand, der eine kleine Holzhütte hat.
sondern das ist einfach nur ihr Potenzial für das, was sie sich herausgesucht haben. Habe ich zum Beispiel mir eher herausgesucht Forschung und ein Leben der Philosophie und so weiter, habe ich eher viel Bücherei, habe ich eher viel ein Haus mit viel Wissensinstrumentarien, vielleicht so einem Labor. Und so können Sie also jetzt im Haus mal allgemein sehen, wo läuft es denn im Moment drauf hinaus. Dann ist vor allem wichtig die einzelnen Zimmergrößen. Die Zimmergrößen bedeuten, welche Bedeutung der Hausbesitzer diesem Bereich gibt. Also habe ich im Verhältnis zum Gesamthaus ein ganz kleines Badezimmer. Dann lege ich auf Reinigung und auf Wellness eigentlich keinen großen Wert. Bin da eher asketisch veranlagt. Habe ich zum Beispiel im Verhältnis zum Haus eine ganz große Küche, bin ich ein Gourmet, ein Genießer, bin ich eher einer Mensch mit Wurzeln, der auch das Leben als sinnliches Leben gern genießen will. Die Größe der einzelnen Zimmer ist natürlich immer so, ich bin für die Harmonie in einem Haus, wobei Sie sich das Haus suchen können, was Ihnen natürlich gefällt. Ich bin immer aber dafür, dass es ein bisschen ausgeglichen ist. Also sollten die Zimmer nicht so bizarr von der Norm abweichen, sondern ich finde immer, man sollte in allen Bereichen gut verteilt Bedeutung zumessen. Also Ihrer Gesundheit genauso wie der Spiritualität, genauso wie der Küche, wie der Partnerschaft und so weiter. Nun gut, lassen Sie uns mal die einzelnen Zimmer anschauen. Wir haben schon gesagt, die Größe heißt, welche Bedeutung gibt der Besitzer Ihnen. Die Ausstattung wiederum der Einzelzimmer heißt, wie viel Energie stecke ich als Besitzer da hinein. Also genau wie in Ihrem normalen Haus, wenn Sie viel Geld in Ihr Bad investieren, mit Marmor und mit allen möglichen Luxus, dann geben Sie viel Geld dafür aus. Das heißt, Sie investieren große Summen da rein. Also es muss nicht Bedeutung und Investitionen sind zweierlei Dinge. Dann habe ich natürlich die Sauberkeit der Zimmer. Und das heißt, wie up-to-date bin ich in diesem Bereich? Also wie kümmere ich mich täglich um diesen Bereich? Ist er verwahrlost, mit Spinnweben überzogen oder schmutzig? Heißt es einfach, egal was ich früher investiert habe, im Moment kümmere ich mich nicht darum. Und natürlich die Lichtverhältnisse. Licht heißt Bewusstheit. Wenn in einem Raum eher dunkel ist, ist er für mich eher noch unbewusst. Das heißt, er hat für mich noch nicht wirklich diese Erkenntnis gewonnen. Ich werde mich mir seiner noch nicht bewusst. Und das werden Sie vor allem im Arbeitszimmer später und im Keller finden. Der Keller ist am Anfang wirklich sehr dunkel. Und erst mit der Zeit hält sich auch der Keller auf. Je mehr wir ihn erforschen, je mehr Bewusstheit wir hineintragen. Licht heißt also Bewusstsein. Fasse nochmal zusammen. Die Größe heißt die Bedeutung, die es für mich hat. Die Luxus oder die Ausstattung heißt, wie weit ich da investiere. Die Sauberkeit heißt, wie up-to-date ich hier bin, wie es für mich im Moment benutzt wird, wie konfliktfrei ich auch damit bin. Und wie viel Licht, wie viel Bewusstheit ich darüber habe, über diesen Bereich. Das gilt sowohl fürs Haus, wie für die Zimmer, wie für den Keller, für alles. Also gehen wir die einzelnen Zimmer nochmal kurz durch, was sie wirklich bedeuten. Holen Sie sich Ihre Skizze nochmal oder vergegenwärtigen Sie sich nochmal kurz diese Zimmer. Der Wohnbereich ist der Bereich, sagten wir, der mehr dem Herzzentrum entspricht, der Mitte der Person, sozusagen der guten Stube. Und je nachdem, wie ich diesen Bereich gestalte, zeigt es, was für eine Kernpersönlichkeit ich habe. Habe ich eher eine gemütliche, ist das Wohnzimmer gemütlich,
bin ich eher aus, andere Aufmerksamkeit zu erregen oder um zu repräsentieren, habe ich einfach ein sehr repräsentatives Wohnzimmer, wie man früher mal hatte in meiner Jugend noch die gute Stube zum Vorzeigen. Dann kann es aber sein, Sie haben ein sehr technisches Zimmer, sehr technischer Bereich und so weiter. Also, das bedeutet einfach, in diesem Wohnzimmer wohnen Sie, da sind Sie zu Hause, gestalten Sie sich möglichst so, dass Sie sich darin wohlfühlen. Schön ist es natürlich, wenn man einen Kamin hat, den man auch anzünden kann, weil Kamin bedeutet Herzenswärme und wenn er brennt, ist diese Herzenswärme auch gegeben. So, dann die Küche ist das Wesentlichste von der Persönlichkeit, weil hier hängt ihr Leben und ihr Tod, ihre Gesundheit ab. Das bedeutet, in der Küche sind die Lebensmittel, die Mittel zum Leben. Wenn also jemand keine Mittel zum Leben hat, kann er nur noch sterben. Oder er muss ständig von der Hand in den Mund leben, das man nicht ja energetisch machen, das sind diese Energieräuber. Also schaue ich mal, dass ich in meiner Küche, und das ist sehr wichtig, genügend für mich passende Lebensmittel habe. Der eine mag natürlich mehr Konserven, der andere Getreide, der andere vielleicht Obst. Das ist wiederum eine Frage, welcher Ayurveda-Typ oder welcher Ernährungstyp er ist. Aber es sollten genügend frische, gute Lebensmittel vorhanden sein. Und wenn es nicht vorhanden sind, dann gebe ich Ihnen schon mal den Tipp, Sie sollten vom Himmel oder vom dem, der das Haus managt, vom Hausverwalter, einmal bitten, dass er für Sie einkauft. Aber Sie können auch gern selber einkaufen und diese Lebensmittel dann in diese Küche stellen. In der Küche fällt noch was anderes Wichtiges auf. Die meisten Leute haben einfach eine Küche, eine Feuerstelle, wo sie für sich kochen. Aber wir haben gefunden, in nicht mal so wenigen Seelenhäusern gibt es große Kochgeräte. Also zum Beispiel große Töpfe, riesige Lebensmittelmengen, ja, Pasta ohne Ende. Das kann ein Einzelner gar nicht essen. Das bedeutet, haben wir herausgefunden, dass dieser Mensch energetisch und auch vielleicht sozial und vielleicht sogar materiell wirklich für andere Suppe kocht. Also, das bedeutet, wie Ärzte ohne Grenzen, wie andere, die Sozialarbeit machen. Wir geben den Menschen Nahrung, Heilung, Energie auf einer sehr materiellen, konkreten Ebene. Wenn Sie also solche großen Schüsseln haben und es noch nicht wissen, dann wissen Sie es jetzt. Auf Sie wartet eine soziale Aufgabe. Und wenn das Kochgeschirr benutzt aussieht, dann machen Sie es bereits. Ist das Kochgeschirr natürlich nicht benutzt, müssen Sie das erst noch anfangen. Das bedeutet also die Küche. Und vor allem sollte es hier auch sauber und hygienisch zugehen. Dann ist als ganz Spannendes natürlich das Schlafzimmer. Das Schlafzimmer steht nicht für Schlafen, nur im normalen Sinne, auch im normalen kulturellen Bedeutung hat Schlafen zwei Funktionen, einmal mit jemand schlafen oder auch einfach nur schlafen. Das bedeutet, es hat eine Beziehung zur Partnerschaft. Das Schlafzimmer steht für Partnerschaft. Auch wenn Sie keinen Partner haben, ist es eine Beziehung zur Partnerschaft, nämlich einen Partner entsorgt zu haben. Also, das Schlafzimmer zeigt den Stand, den jetzigen Stand Ihrer Partnerschaft. Dann gibt es natürlich Leute, die haben nur ein Bett drin, ein Partner kann nicht da schlafen, aber sie sagen, ja, ich habe aber außen einen Partner. Na gut, das ist Dekoration, das meine ich nicht. Partnerschaft heißt, mit dem Partner wirklich zusammenzuleben. Und das Schlafzimmer zeigt also sofort, welche Bedeutung geben Sie der Partnerschaft, wie groß ist es und vor allem, kann ein Partner darin schlafen? Aber die wichtigste Frage ist immer, und bitte stellen Sie sich das jedes Mal im Schlafzimmer, auch wenn Sie umgebaut haben, wie wohl fühlt sich mein Partner darin? Oder wenn Sie jetzt keinen haben, mein zukünftiger Partner, wie wohl würde der sich darin fühlen? Dann haben Sie eine Idee, dass Sie nicht nur für sich das Schlafzimmer einrichten, sondern auch für den Partner, mit dem Sie im Moment zusammen sind oder der,
mit ihnen lebt. Wie kann man das nun verändern? Es ist sehr wichtig, wenn Sie eine Partnerschaft haben und der Partner und das Zimmer sehen nicht gut aus, bitte geben Sie dem höchstmögliche Beachtung. Denn viel Glück und auch viel Leid kommt aus Partnerschaft und eben aus nicht vorhandener Partnerschaft. Und daher ist es in unserer heutigen Zeit ein ganz wichtiger Punkt. Die Zeit der Asketen ist in unserer vernetzten Gesellschaft relativ out. Also heute, selbst wenn Sie keinen gegengeschlechtlichen Partner haben, Sie haben Partner im Wirtschaftsleben, Sie haben Partner im Internet, Sie haben Partner in Facebook, ich weiß nicht wo, aber Partner sind zurzeit einfach der wichtigste Weg zur Entwicklung. Und daher meine Empfehlung, geben Sie dem Schlafzimmer besondere Priorität. Schauen Sie, dass es schön ist, dass es Ihnen gefällt. Und wenn es Ihnen nicht gefällt, kann man ja auch mal den Rat des Himmels einholen. Wir werden zu den Umbauten im nächsten Male kommen und Sie können dann sowohl jedes Zimmer wie auch das Haus selber umbauen. Aber wie gesagt, schauen Sie noch konkret hin, ist es sauber oder nicht, ist da Unordnung in einem Zimmer, bedeutet das immer Konflikt. Das ist nicht nur ein bisschen Unordnung. Wenn das Schlafzimmer nicht aufgeräumt ist, da liegen Kleider herum, heißt es Streit, Konflikt, Kampf. Und das sollte man relativ schnell wieder aufräumen. Dann noch was ganz Wichtiges. In jedem Zimmer sollten nur die Dinge stehen, die auch in das Zimmer gehören. Es ist also nicht gut, wenn in einem Zimmer wie das Schlafzimmer religiöse Gegenstände stehen. Zum Beispiel die Mutter Maria über dem Bett hängt oder ein Kruzifix zwischen den Betten steht. Das bedeutet natürlich, wie man sich leicht denken kann, dann in diesem Bereich wirken religiöse Glaubenssätze hinein. Und nicht, dass diese Dinge schlecht wären, aber die gehören in die Kapelle, in den Meditationsplatz und nicht ins Schlafzimmer. Und schauen Sie auch in den Schränken nach. Ist da alles in Ordnung? Dann haben wir ja schon gesehen, ein Bad sollte jeder haben. Und ein schönes Bad sich auch einrichten, wenn er keins hat. Das Bad ist einfach Selbstliebe. Das Bad heißt, wie liebe ich mich selbst, was gönne ich mir, welchen Luxus, welche Wellness. Und zwar nicht nur als Reinigung, sondern eben auch zum Wohlfühlen. Also unser Badezimmer ist auch zum Wohlfühlen da. Und so sollte man es dann auch einrichten. Haben Sie bitte Spaß, nicht nur eine Dusche einzubauen oder einen Schrubber oder irgendwas, damit Sie schnell gereinigt werden, sondern haben Sie bitte auch Freude dran, und bei Frauen ist es tendenziell mehr wie bei Männern, einfach sich was Schönes zu gönnen. Und, würde ich sagen, auch ein paar, sagen wir mal, Wellnessartikel, ein paar schöne Öle, ein paar schöne Kerzen, mal Rosenblätter fürs Bad und so weiter. Also das Bad hat mit Selbstliebe zu tun, mit dem Bereich, dass ich mir auch was selber gut gönne. Und auf das Arbeitszimmer haben wir schon gesagt, da kommen wir nochmal extra darauf zu sprechen. Und alle weiteren Zimmer haben natürlich die Funktion, die Sie haben, wenn Sie sie abfragen. Zum Beispiel Kinderzimmer zeigt den Stand, wie Ihr jetziges Verhältnis zu Ihren Kindern ist. Wenn Sie Gästezimmer haben, zeigt das, welche Beziehung Sie zu den Gästen haben. Oder nehme an, Sie haben auch ein Sportzimmer, machen Sport und so weiter. Das signalisiert dem Körper, Sie wollen auch was für die Sportlichkeit tun. Diese Bilder bringen auch was, wenn Sie nur im Geiste da sind. Und auch hier kann man Sport machen und der Körper reagiert darauf. So, wir haben also jetzt einigermaßen allgemein drüber gesprochen. Die einzelnen Gegenstände in den Zimmern, bitte nochmal dran denken, wenn Sie sonst nicht automatisch wissen, ich meine, beim Nachbar wissen Sie genau, ist das Schlafzimmer sehr erotisch eingerichtet, dann weiß man, der Nachbar legt Wert auf Erotik. Er hat Gegenstände, die darauf hindeuten und so weiter. Also fragen Sie einfach dann nach der Funktion. Das ist das Wichtigste, was man macht, wenn man
es nicht von sich aus lösen kann. Und wenn dann Dinge da sind, wo die Funktion nicht klar hervorkommt. Ich mache mal ein Beispiel. Wir hatten einmal einen Porzellanhund, eine Dogge, im Arbeitszimmer. Und natürlich ist ein Hund, kann vieles heißen, Loyalität und ich weiß nicht was. Wir kamen also nicht ganz klar, warum das Porzellan ist. Dann haben wir gefragt einfach, was ist deine Botschaft auf den Besitzer? Und die Dogge hat geantwortet, ich bin hier nur zu Deko-Zwecken, ich möchte gern mit dem Besitzer ausgehen, in die Welt hinausgehen, ich möchte Auslauf haben. Eine Dogge, die läuft gern. Und die Botschaft war dem Besitzer einfach, geh mehr in die Welt hinaus, unternimm was mehr und so weiter. Also, Sie können also jederzeit aus den Funktionen das ableiten. Aber ich bin ja auch noch da. Wir haben immer zwischendurch eine Sendung, wo Sie mich live fragen können. Und andererseits können Sie mir auch einfach e-mailen. Dafür haben wir das Seminar ja auch gedacht, dass Sie mir Ihre Fragen ganz spezieller Natur einfach per E-Mail schicken. Und ich werde Ihnen dann auch per E-Mail oder, wenn es von öffentlichem Interesse ist, auch in der Sendung antworten, in der Fragen-Antwort-Sendung. So. Ich hoffe nun, wir können den Bereich Deutung mal ablegen und wir werden jetzt, damit wir wieder was erfahren können, weiterschreiten zu einer Übung, die heißt innere Reinigung. Die äußere Reinigung ist natürlich auch eine innere, aber eine Reinigung der Energien, der Fremdenergien, die haften, des Schweißes, der negativen Emotionen und so weiter, die sie einfach von außen mehr angezogen haben. Nun haben wir aber auch innerlich, produzieren wir negative Emotionen, Ärger, Missmut, auch kleine Krankheiten. Diese Übung innere Reinigung dient also sehr dazu, die Symptome aufzulösen, die aus inneren Einstellungen kommen. Beispielsweise Kopfweh oder da gibt es ein Schmerz im Knie oder chronisches Zucken irgendwo und so weiter. Sie lassen sich natürlich nur so weit auflösen, indem die mentalen Hintergründe schon beseitigt sind. Wenn nicht, müssen wir die später auf andere Weise angehen. Aber vieles ist einfach im Körper noch übrig, was wir vielleicht schon längst aufgelöst haben, was wir nur noch rausnehmen müssen. Und auch dazu gilt wieder, im Geist zählt Wille und Vorstellung. Wir brauchen also Wille und Vorstellung. Also Sie müssen einfach nur es wollen und ich werde Ihnen jetzt die Bilder zeigen, mit denen Sie es dann loswerden können. Gehen Sie jetzt an einen gemütlichen Ort, in einen Sessel oder setzen Sie sich bequem hin, sodass wir mit der Übung gleich beginnen können. Ich werde Ihnen in den nächsten Minuten dann wieder eine schöne Musik einspielen, so ganz leise im Hintergrund, einfach damit der Geist sich mehr daran gewöhnt, sich zu sammeln, sich zu setzen. Und diese Übung können Sie immer wieder mal machen, wenn Sie solche Wehwehchen loswerden wollen. Gut. Dann beginnen wir mit der Musik, die Sie trägt. Und sammeln Sie nun Ihr Bewusstsein ganz im Hier und Jetzt. Das heißt, indem Sie am besten auf die Atmung achten. Atmung geschieht jetzt. Nicht Atmung denken, Atmung fühlen. Und mit jedem Atemzug kommen Ihre Gedanken genau ins Hier und Jetzt, die Zukunft und Vergangenheit verblasst. Sie folgen nur noch meiner Stimme, die sie führt und der Musik, die sie trägt. Alle anderen Dinge werden ganz unwichtig, haben keine große Bedeutung mehr. Mit jedem Atemzug atmen Sie Ruhe, Gelassenheit ein
Lächeln auf den Lippen, freuen sich auf die Erfahrungen. Und wie im Ausatmen, atmen Sie alles Störende, alles nicht zur Übung gehörende aus, sodass ganz von selbst der Geist zur Ruhe kommt. Wie wunderbar! Denn es gibt gar nichts zu tun. Es gibt nur zu atmen, zu genießen, sich wieder nach innen einzustimmen. Und ohne dass wir das lang machen wie letztes Mal, wir gehen einfach mit dem Bild des Seelenhauses jetzt wieder direkt in unser Seelenhaus. Wir springen direkt mit dem Bild, das ist ja mein Seelenhaus vom letzten Mal, wieder, rufen es auf und sind schon da. Hi, fühlen Sie, sehen Sie, vielleicht hören Sie auch die Landschaft, das Haus. Und freuen Sie sich auch, dass Sie so ein schönes Häuschen haben, selbst wenn es noch nicht perfekt ist. Jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Ich werde mir das schönste Seelenhaus machen und mit viel Freude darin wohnen. Und wenn Sie es ein paar Sekunden lang betrachtet haben, bleiben wir jetzt vor dem Seelenhaus draußen stehen. Gehen zum Rande des Grundstücks entlang und finden eine alte, schwere Truhe. Sie finden eine alte, schwere Truhe, aus welchem Material auch immer. Wir nennen es den Energieumwandler oder die Energiekiste. So ähnlich wie heute eine Waschmaschine funktioniert sie. Sie heben den Deckel dieser Truhe. Und da ist noch nichts drin. Wir öffnen diese Truhe, um etwas hineinzutun. Was tun wir hinein? Bitte folgen Sie jetzt genau meinen Anweisungen. Sie können jetzt zum Beispiel etwas Bestimmtes nehmen, was Sie immer schon hatten, was ein Wehwehchen darstellt, oder Sie sketten einfach Ihren Körper von den Füßen nach oben, wie in einem Scan, mit Aufmerksamkeit durch. Und da, wo irgendwas Disharmonisches ist, da, wo es zwickt, wo es brutzelt, wo es eben nicht so harmonisch ist, da stoppen. Also, entweder gehen wir direkt auf etwas Disharmonisches im Körper, oder wir scannen den Körper durch, bis wir irgendwo etwas Disharmonisches fühlen oder finden. Da stoppen. Ich mache mal ein Beispiel. Sie fühlen Bauchweh. Das ist nur ein Beispiel. Dann müssen Sie jetzt dieses Gefühl des Bauchwehs nehmen und Sie setzen es in eine visuelle Bild um. So wie beim Comic. Im Comic hat der Mensch mit Bauchweh vielleicht da drin grünen Schleim oder er hat Steine drin oder Stacheldraht. Also Sie lassen einfach ein Bild aufsteigen, wie das Gefühl bildlich umgesetzt wird. Probieren Sie mal. Sie fühlen also die Disharmonie und machen ein Bild draus, wie ein Comiczeichner. Ist nicht spaßig? Das Kopfweh könnte dunkle Wolken sein. Oder die Gallenschmerzen könnten so schwere Steine sein. Aber bitte folgen Sie nicht Vorgaben, sondern so wie Sie es fühlen, setzen Sie es in ein Bild um. Ich mache es ganz langsam jetzt erstmal. Und wenn Sie dieses Bild haben, erst dann können Sie damit operieren. Das bedeutet, sobald ich dieses Bild habe, nehme ich jetzt mit meinen geistigen Händen dieses Zeug aus meinem Körper heraus und lege es in diese Kiste. So einfach ist das.
Nehmen an, wir haben Steine gefunden in der Galle. Nehmen wir jetzt wirklich mit einem Bagger oder mit einem Gerät, mit den geistigen Händen, fischen wir die Steine heraus und legen sie jetzt visuell in die Kiste, lassen sie dort los. Manchmal muss man das mehrmals machen. Nur Mut. Wenn es nicht gleich beim ersten Mal klappt, es macht Spaß. Nehmen wir an, Sie haben schwarze Wolken im Kopf. Dann saugen Sie die Wolken ab und legen den Abgesaugten in die Kiste. Oder da ist eine Bronchitis oder ein schleimiges Zeug in der Lunge. Dann kratzen Sie das schleimige Zeug zusammen und legen es in die Kiste. Es ist einfach nur wichtig, von der Stelle sich ein Bild zu machen. Und dieses Bild dann, damit kann man operieren. Und wenn Sie es in die Kiste gelegt haben, es bleibt da drin, gehen Sie einfach zum nächsten weiter. Ich lasse Ihnen jetzt ein bisschen Zeit. 1, 2, 3 Stellen so zu bearbeiten, nicht alles auf einmal. Fühlen Sie die Disharmonie, setzen Sie es in ein Bild um und legen Sie es dann in diese Kiste. Wenn Sie es in die Kiste gelegt haben, müsste so ein Gefühl der Erleichterung auch da sein. In wenigen Fällen kann es sein, dass es nicht geht, dass die Steine zu schwer sind oder sie wieder zurückziehen, dass sie es nicht schaffen, in die Kiste zu legen. Das bedeutet einfach, da ist noch eine tiefere Ursache. Die müssen wir dann zum Beispiel im Gang zum Keller klären. Dann lassen Sie es einfach so in Ruhe. Man kann also nicht alles wegmachen. Aber selbst bei Krebskranken haben wir entdeckt, dass die Symptome nachweislich vom Arzt getestet schwächer werden. Wenn auch nicht die ganze Krankheit gleich weggeht. Also wir tun einfach, was wir können, rausnehmen. Was aber nicht geht, müssen wir auf einer tieferen Ebene bearbeiten. Aber es ist schon mal sehr, sehr hilfreich, vieles im Körper so steuern zu können. Beschwerden, Irritationen, kleinere Krankheiten, Symptome lassen sich so leicht beseitigen. Unterschätzen Sie die Übung nicht wegen ihrer Einfachheit. Auch der amerikanische Psychologe Simonton hat mit diesen Visualisationen viele Krankheiten heilen können. Das ist bereits wissenschaftlich bewiesen. Vertrauen Sie einfach Ihrer Schöpferkraft, denn der diese Krankheit erschaffen hat, der kann sie auch wieder heilen. Bitte nehmen Sie sich Zeit, einmal zu Hause diese Übung länger zu machen. Wir können hier nur eine Demo-Version machen. Und jetzt, wenn Sie fertig sind und etwas abgelegt haben, dann schließen Sie wieder den schweren Deckel der Kiste. Schließen Sie den schweren Deckel der Kiste. Und überlassen Sie die Kiste sich selbst. Die Energien werden in der Kiste ganz von selbst wieder umgewandelt, wie in einer Waschmaschine und stehen oder Kompostanlage und stehen Ihnen dann in wenigen Stunden und Tagen wieder voll als reine, frische Energie zur Verfügung. Sie müssen nichts mehr tun, also bitte nicht mehr nachschauen. So, das zersetzt sich jetzt ganz von selbst.
weil sie die Kiste geschlossen haben, lassen sie einfach die Kiste diese Arbeit tun und seien sie gewiss, in wenigen Stunden oder Tagen wird diese gesamte Energie wieder als reine, frische Kraft ihnen zur Verfügung stehen. Auch hier gilt, Übung macht den Meister. Bitte probieren Sie es mindestens ein paar Mal aus. Denn auch am Anfang habe ich das etwas zu vernachlässigt, was soll schon der Körper und bla. Aber sie wirkt so direkt auf das Wohlgefühl. Sie können so direkt Ergebnisse erzielen, sodass es wert ist, sie mal auszuprobieren. Im Gegensatz zum äußeren Bad, was ich auch mental im Seelenhaus nehme, nehme ich mit dem äußeren Bad die äußeren Anhaftungen weg, die ich von außen, von Menschen, von Gedanken zugetragen bekommen habe. Mit dieser inneren Reinigung reinige ich Emotionen, die ich selber innerlich produziert habe. Wir werden dann in weiteren Schritten noch sehen, welche schönen Übungen wir noch auf tieferen Levels machen. So werden wir, um es schon mal vorweg zu sagen, in der nächsten Stunde einen Spaziergang machen in der Seelenlandschaft und werden viele abgespaltene Seelenanteile, die wir gar nicht wissen, dass wir sie verloren haben, wieder zu uns zurücknehmen. Die Musik werden wir wieder ausblenden und ich hoffe, die kleine Demo-Version hat Ihnen gezeigt, wie es geht. Aber wenn Sie es dann richtig machen, zu Hause, mit Zeit, und das ist die Hausaufgabe auch für nächstes Mal, bitte nehmen Sie sich mehr Zeit, diese Reinigung zu machen, sowohl innere wie äußere, sodass wir nächstes Mal wieder was Neues machen können. So, ich hoffe, es hat Ihnen jetzt gefallen, was wir bis jetzt gemacht haben. Und ich erinnere nochmal dran, spezielle Deutungen, fragt mich einfach, schickt mir eine E-Mail oder lasst uns in der nächsten Frage-Antwort-Stunde das einfach live besprechen. Mir macht es immer Spaß, das Bewusstsein zu entdecken und im Prinzip sind wir alle nur ein Bewusstsein und haben nur verschiedene Häuser. Und solange wir die noch haben, haben wir Spaß, die gegenseitig zu entdecken und zu entwickeln. Ich möchte euch gern meine Hilfe anbieten und meine Freude, das mit euch gemeinsam zu machen. Also, wenn ihr bitte das nochmal im Buch nachlesen wollt, wäre es auch schön. Und wir treffen uns dann wieder in Kürze zum dritten Teil, wobei wir unter anderem auch diese schöne Wanderung in der Seelenlandschaft machen. Ich wünsche euch ein schönes Leben und tschüss.